meine Lieben. Heute ja, bin ich schön winterlich. Die Jacke kann ich eigentlich auch mal ausziehen. Wir sind ja hier drin. Ich habe heute ein Get Ready With Me für euch, mein erstes. Und zwar treffe ich mich zum Brunch mit einer Freundin und dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich anziehe, wie ich mich schminke. Das ist sozusagen mein Everyday Make-up Look. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Falls ja, hinterlasst mir gerne ein positives Feedback in den Kommentaren oder auch negativ. Jedes Feedback ist gutes Feedback. Wenn euch meine Videos gefallen, dann folgt gerne meinem Kanal. Ihr könnt ihn kostenlos abonnieren für mehr Videos wie dieses hier. Folgt mir gerne auf Instagram, das blende ich mal hier unten ein. Da gibt es immer viele Looks von mir zu sehen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem Video und wir fangen direkt an. Okay, fangen wir an mit meinem Gesicht. Primer benutze ich jetzt nicht, weil ich den ehrlich gesagt im Bad vergessen habe und weil ich auch nicht so einen mega langen Tag heute habe. Also denke ich, können wir darauf verzichten. Als erstes mische ich diese BB Cream von Clarins. Von der habe ich schon in meinem letzten Make-up-Video geredet. Das ist ein absoluter Favorit von mir. Ich verlinke euch alles, was ich benutze, unten in der Infobox, wenn ich es finde. Also ich mische diese BB Cream von Clarins mit dieser Revitalizing Supreme CC Cream von Estee Lauder ist die. Wie ihr seht, ist die auch so gut wie alle und die benutze ich auch super gerne. Die ist so gräulich, wenn die rauskommt, also die, und dann auf der Haut färbt die sich erst. Und das Ganze trage ich normalerweise mit den Händen auf, aber für dieses Video wollen wir mal fancy sein und ich benutze hier dieses Make-up-Schwämmchen von Fenty by Rihanna. Okay, also ich gebe das einfach so, wie ihr seht, das ist so gräulich weiß und auf der Haut färbt sich das dann. Und dann nehmen wir noch zwei Pumpstöße von meinem Baby Cream und jetzt fangen wir an zu spielen. Mal sehen, ob das was wird. Ich habe mich noch nie vor der Kamera selber geschminkt. Also. So, Foundation is on. Und der zweite Schritt ist Concealer. Und da benutze ich wie immer meinen Lieblingsconcealer von NARS in der Farbe Medium One Custard. Und den benutze ich hauptsächlich für unter den Augen und hier die paar Unreinheiten, die ich habe. Leider ist der schon wieder fast alle, weil ich wie gesagt immer nur diese kleinen Größen finde. Und deswegen muss ich ein bisschen sparsam sein. Ein bisschen auf die Nasenspitze, hier an den Seiten, weil ich da immer so Rötungen habe. So, hier habe ich auch noch eine kleine Unreinheit. Und hier unten am Hals leider auch. Okay. Jetzt benutze ich auch wieder mein Beauty Blender Ding und arbeite das einfach ein, tupfe das ein. Was macht ihr sonntags immer so? Verabredet ihr euch gerne sonntags oder ist es immer unterschiedlich? Oder ist sonntags immer so euer Chilltag zu Hause, wo ihr euch nach Möglichkeit nichts vornehmt? Also bei mir ist es immer voll unterschiedlich, aber ich habe ja jetzt auch nicht den klassischen 9-to-5 Montag bis Freitag Job. Nächster Schritt, vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich liebe diesen Puder. Der ist von... ist der denn? Clinique. Der ist von Clinique und das ist ein Mineral Powder Make-up for Face und man kann den wie jedes Puder Make-up als Puder sozusagen benutzen. Und hier mit dem Schwändchen einfach auftupfen oder mit einem Pinsel sogar, oder man könnte das Schwändchen auch nass machen für eine höhere Deckkraft. Das benutze ich gerne im Sommer, wenn ich sonst nichts anderes auf mein Gesicht mache, einfach um
wie gesagt, meine Unreinheiten und meine Augenringe so ein bisschen abzudecken. Und ich finde, die Deckkraft ist der Hammer. Die Haut sieht sofort schön aus. Und ich benutze den jetzt sogar im Herbst und im Winter einfach gerne zum Setten von meiner Grundierung. Und dann tupfe ich den einfach so ein bisschen hier rein. Und dann tupfe ich den auf mein Gesicht. Und das erspart mir in den meisten Fällen dann auch den transparenten Puder. Also dann benutze ich den einfach. Und ich habe das Gefühl, da meine Haut gerade hier so und unter den Augen leicht so ein bisschen anfängt zu glänzen, mattiert er das sehr schön, gibt nebenbei aber trotzdem noch ein bisschen Farbe und lässt das Gesicht nicht so fahl aussehen, wie wenn ich das jetzt mit einem transparenten Puder abpudern würde. Also, kleiner Tipp. Der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Wie ihr seht, das ist schon der zweite oder dritte, den ich habe, und der neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Gefällt uns das bis jetzt? Gefällt uns das nicht? Doch, sieht doch schön aus, oder? Okay, weiter geht's. Ich habe mir letztens bei Sephora von NARS ein Blush und Bronzer Duo gekauft und ich bin total begeistert davon. So sieht das aus. Das ist der Bronzer und das ist der Orgasm Blush. Den habe ich auch schon groß. Leider ist der mir mal runtergefallen, total zerbröckelt. Und ich finde, das ist einfach super, wenn man auch mal wegfährt oder so. Oder ja, du hast halt, der Bronzer sieht auch super schön aus, werdet ihr gleich sehen. Und diese Farbe ist einfach perfekt. Es sieht immer sehr pink aus vor der Kamera. Aber wenn ihr das auftragt, dann wird es eher so ein total schönes Peach Bronzy, würde ich sagen. Also der wird überhaupt nicht pink, wenn man ihn aufträgt. So, fangen wir an mit Bronzer. Dafür nehme ich hier so ein, ich glaube, das ist nicht der perfekte Pinsel dafür. Aber ich drücke den immer so ein bisschen, dass der so fächrig wird. Dann gehe ich einfach damit in den Bronzer. Und dann fange ich an. Ihr seht, seht ihr gar nichts, weil ich ein bisschen überbeleuchtet bin. So. Es ist sehr subtil. Ich glaube, ich mache mal noch ein bisschen mehr. Dunkler. Okay, Bronzer ist drauf. Wie ihr seht, ganz subtil. Ich mag das nicht, wenn man so geschminkt aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ich muss mal Blush weg. Hier ist es. Als nächstes tragen wir den Blush auf, wie gesagt, Orgasm. Und dann nehme ich diesen Pinsel hier, so ein bisschen kleineren. Und los geht's. Seht ihr, wie schön das ist? Das ist wirklich ja, so ein ganz bisschen, als ob man so an der frischen Luft spazieren gewesen wäre, gerade so einen schönen Herbstspaziergang gemacht hätte. Finde ich, sieht das immer aus. Kommen wir als nächstes zu den Augen. Wir machen als erstes Lidschatten. Im Moment stehe ich total, oder eigentlich immer stehe ich auf eher so Gold, Rosigold, bräunliche Töne. Und normalerweise nehme ich einfach diesen Bronzer von Guerlain, von dem ich euch ja schon genug berichtet habe. Und gehe hier mit so einem relativ buschigen Pinsel, Lidschattenpinsel rein. Ist eigentlich zum Verblenden, aber nehme einfach was von allen drei Farben hier so und trage das aufs mehr oder weniger gesamte Lid auf. Das ist nur ganz schwach, aber einfach um dem Lid ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und dann benutze ich meinen Highlighter. Ja, das ist der von MAC in der Farbe Soft and Gentle, Mineralize Skin Finish. Habe ich schon ewig, dementsprechend sieht er auch aus. Also da ist wirklich nur noch so ein absolut kleiner Rest drin. Und dann nehme ich hier einen, auch einen Lidschattenpinsel mit so einer abgeschrägten Kante und gebe den ins innere Augenlid und ein bisschen unter die Augenbrauen. Einfach nur, um den Blick ein bisschen zu öffnen. Seht ihr das? Wenn wir schon dabei sind, gebe ich auch ein bisschen hier auf meine Oberlippe und ein ganz bisschen hier in die Mitte der Nase. Und für den Highlighter auf den Wangen benutze ich denselben und gehe mit diesem Fächerpinsel, nehme ich ein bisschen was auf und trage den einfach hier.
Wie gesagt, auch alles nur ganz leicht. Ich hasse es, überschminkt auszusehen. Ich finde, Schminke sollte unsere natürliche Schönheit etwas unterstreichen, aber nicht einen anderen Menschen aus uns machen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, könnt ihr das erkennen? Ich habe das Gefühl, dieses Licht heute sieht einfach aus, als ob ihr ungeschminkt wäre, aber ich hoffe, ich sehe schon besser aus als am Anfang. Also hier im Spiegel sieht es eigentlich ganz schön aus. Als nächstes kommen wir zu den Augenbrauen. Da bin ich am allerschlechtesten drin. Habt ihr ja schon im anderen Video mitbekommen, dass ich irgendwie das nicht wirklich kann. Aber ja, ich bürste die jetzt einfach mal so ein bisschen. Und als nächstes nehme ich den Augenbrauenstift von Benefit, der Goofproof Brow Pencil, was für ein Zungenbrecher. Der hat hier so eine abgeschrägte Kante vorne und ich habe den in der Farbe 3, also so ein dunkles Braun. Und damit, wie ihr seht, habe ich hier so ein paar kleine Lücken, fülle ich die einfach so ein ganz bisschen auf. Wie gesagt, ganz bisschen, weil ansonsten sehe ich aus wie, ich weiß es nicht. Ja, sorry, ich bin jetzt mal kurz aus dem Bild, aber weil da muss ich richtig nah an den Spiegel rangehen, weil sonst sehe ich nicht richtig, was ich mache. Gefällt mir jetzt schon nicht. Okay, sieht man überhaupt irgendwas? Ich hoffe nicht. Die andere Braue. Wenn irgendjemand einen guten Tipp hat, wie ich mit diesem Augenbrauenstift umgehe, bitte hinterlasst ihn mir in den Kommentaren, weil ich komme nicht klar. Alles nicht so einfach. Naja. Bisschen besser sieht es aus, habe ich das Gefühl. Aber zum Beispiel jetzt sieht die viel doller aus als die andere, oder? Muss ich hier nochmal ein bisschen nachmalen. Und als Finishing Touch gehe ich einfach mit meinem Holy Grail Alverde Augenbrauengel drüber. Das ist in der Farbe Aschblond. Und ich brauche dringend ein neues. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch irgendwas drin ist. Ich rede mir ein, dass es noch was drin ist, aber ja. Und bürste das nochmal so ein bisschen aus. Einfach auch auf, um die Farbe von dem Augenbrauenstift ein bisschen besser zu verteilen. Und damit sich nicht alles verbiegt. So, sie sehen immer noch aus wie kreuz und quer gewachsen, was sie ja auch sind. Wir neigen uns dem Ende zu. Gebe ich immer hier von, der ist von Catrice, Made to Stay Inside Eye. Der ist also extra für hier die untere Wasserlinie, so ein nudefarbener Kajal. Ja, das gehört für mich für Tages-Make-up eigentlich immer dazu, weil das auch nochmal den Blick ein bisschen öffnet. Ja, also mache ich immer. Den gebe ich hier unten einfach in die Wasserlinie. Und ich finde, das macht schon immer nochmal einen Unterschied. Und vorletzter Step. Wimperntusche. Im Moment bin ich wieder zu meiner absoluten Lieblingsmascara of all times zurückgekehrt. Das ist die von Guerlain. So sieht die aus. Und das ist die So Volume One, ja, Mascara in der Farbe Noir 01. Und das ist seit, ich weiß nicht, bestimmt schon seit 3-4 Jahren meine absolute Lieblingsmascara. Die hat so ein eher so ein Silikonbürstchen, so ein Gummibürstchen. Und die macht einfach die längsten Wimpern, die ihr euch vorstellen könnt. Also wer Lust hat, ein bisschen mehr Geld für eine Mascara auszugeben, probiert die mal aus, weil es ist einfach die beste, die ich kenne. So, ihr wisst alle, wie es aussieht, wenn wir uns die Wimpern tuschen. Sowieso bescheuert. Also, ich bin gleich wieder da. Und bei meiner Wimperntusche gehe ich auch echt immer all out. Also ich tusche bestimmt 20 Mal drüber. So, Wimpern sind getuscht. Ich sehe gerade aus, als ob ich einen schwarzen Lidstrich gezogen hätte. Das müssen wir jetzt mal kurz entfernen. Und wie ihr sehen könnt, tusche ich auch eigentlich die unteren Wimpern tagsüber nicht. So, jetzt muss ich nur noch das abmachen, wie gesagt. Und für die Lippen, denke ich, machen wir hier sowas ganz Schlichtes. Das ist eigentlich mein Lieblingslippenstift von Chanel. So in so einem schönen rosalichen Nude. Und das ist die Farbe Rouge Coco Nummer 78 Peregrina. Und ja, ich habe den auch schon ewig. Den sollte ich wahrscheinlich gar nicht mehr benutzen. Aber für dieses Video machen wir das jetzt mal. Es ist halt echt so eine schöne Farbe.
ist ungefähr meine Lippenfarbe, nur ein bisschen rosaner einfach. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Lippenschminktyp. Ich schmink mir die Lippen eigentlich an einem normalen Tag nie. Aber jetzt für dieses Video wollen wir einen kompletten Make-up-Look machen. Also, so, machen wir noch den Haarreifen raus. Ich weiß nicht, ob mir meine Haare so nicht ein bisschen fettig am Ansatz sind. Ich denke, es geht noch, aber eventuell würde ich hier ein bisschen Trockenshampoo reinmachen. Da ist übrigens mein Spiegel. Hallo. Und dann muss ich mir noch ein Outfit überlegen. Mein Oberteil habe ich schon an. Das ist ein Pulli, den ich neu habe von Zara. Total chillig. Der hat hier so ein Bündchen und unten auch nochmal. Und ansonsten ist der einfach aus so schwarzen, gerippten Sweatshirt-Stoff. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, was ich dazu anziehe. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier diesen Überschuss ab. Und dann zeige ich euch gleich mein Outfit. Ich hatte überlegt, ich glaube, zu meinem schwarzen Oberteil passt hier meine schwarze Bäckerboy-Hat heute ganz gut. Was meint ihr? So. Und dann zeige ich euch einfach mal, was ich anhabe. Mal hier in den Spiegel. Ich hoffe, glaube, das Licht ist nicht so gut. Ich mache mal ein bisschen heller. Ja, das sieht doch besser aus. Sorry für den schlechten Spiegel. Der ist dieser Kleiderschrank. War schon in einem Haus, was wir gemietet haben und ich darf den leider nicht raustun und der Spiegel wird langsam blind, wie ihr sehen könnt. Ist also mega alt. Also ich habe einfach mein Bäckerboy-Hat an, der ist von Stradivarius von letztem Jahr. Dann das Oberteil, von dem ich euch schon erzählt habe. Eine Skinny Jeans von Pull & Bear. Und dann habe ich dazu meine neuen Doc Marten Dupes an. Auch von Pull & Bear mit so einer Plateausohle. Ich fühle mich immer voll badass, wenn ich die anhabe. Aber sie machen mich ein bisschen größer und das ist ganz praktisch eigentlich. So sehen die aus. Das ist die Sohle. Das ist mein Outfit of the Day. Achso, und ich zeige euch mal noch, was ich überziehe, weil draußen ist natürlich kalt. Okay, Final Outfit. Diese Jacke von... Oh Gott, von Zara ist die. Diese Teddyjacke würde ich überziehen. Hat hier so einen Kragen und ja, ich liebe sie so sehr. Die ist richtig warm, richtig kuschelig. So, das war's mit dem Get Ready With Me. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration gefunden vielleicht. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet, ob ihr noch Tipps und Tricks für mich habt. Gerade was hier die Augenbrauensituation betrifft, da haben wir ja schon eben drüber geredet. Gebt dem Video einen großen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Tschüssi!